Ach ja, das wird nicht lange dauern, bis wir mal wieder einen Ehemann mit der Waffe vom Haus wegtreiben müssen, weil er gerade da drinnen mit der Frau des Ehemanns diverse Dinge treibt. Trelawney ist auch hier irgendwo in der Gegend. Wo ist Trelawney? Nein! Ich bin doch gerade hier irgendwo gehört. Wo ist denn Trelawney? Guten Tag, die Dame. Mister? Ma'am? Ja, hier sind wir, glaube ich, an den eher schlechten Plätzen von Saint-Denis. Na gut, unser Hut ist weg. Das regt mich auf. Wo ist mein Hut? Ich will meinen Hut zurückhaben. Was haben wir denn hier eigentlich? Das ist der Trapper, genau. Hier ist noch der Saloon. Da oben das Fotostudio. Ich glaube, da können wir aber nichts mehr machen. Und ansonsten wäre dann jetzt tatsächlich noch mit Mary zu reden. Ach komm, weißt du was? Mit Mary reden wir noch eben. Das interessiert mich jetzt gerade selber, was denn das Problem ist und warum sie schon wieder in Schwierigkeiten ist. Gute Nacht, Elia. Wir machen auch nur noch die Sache mit Mary und dann ist hier auch Feierabend. Und dann sehen wir uns hoffentlich am Samstag wieder, Elia. Da kommt das Pferdchen. Ich kann direkt mal meinen Hut wieder rauszaubern. Zack, Gegenstände, Pferd, Hut. Dankeschön für den Hut. Jawohl. Ohne Hut fühle ich mich einfach nicht komplett. Ganz ehrlich. Hello, Sir. Da oben steht sie schon. Arthur! Arthur! Up here! You came! Yeah, I came. So, what do you need? Wait there! I'm coming straight down! Hello, Mary. You came. Sure. Whenever you call for me, I'll come. Oh, Arthur. What's wrong? Daddy. Your father? I'm a bigger fool than I even thought. I'm begging you, Arthur. I know Daddy was not kind to you, but... But surely you cannot hate a man for the sin of loving his daughter and wanting better for her than me? Than the choices you what make. What choice did I have? Did I ever have? Oh, I know. You had to live by your code. But your code is... Well, it's not right. Has your way been right, Mary? With you and Jamie joining a bunch of crazies? An hypocritical daddy with his drinking and whoring and gambling? Huh? Is that what a pure life has gotten you, begging me for help? Oh, Arthur. Be kind to me. Please. Sorry. I am... I should have asked someone else, but... But I'm the best guy you know at frightening decent people. It wasn't that I didn't love you, Arthur. You know that. Mm-hmm. Oh, Arthur. We were so very young. Think how different life could have been. Yeah, I think about it. A lot. It all seems so long ago and far away now. Will you help me try to save Daddy? Ja, natürlich würde er ihr helfen. Das ist ja das Problem bei Arthur, dass er sie immer noch über alles liebt. He came all this way. Auch wenn sie ihn immer nur anschreibt oder immer nur Kontakt zu ihm sucht, wenn sie gerade Hilfe mit etwas braucht. Really mean a lot. Come along, Dan. Where are we going? What's the old lovable patriarch been up to now? Oh, Arthur, you know sarcasm is beneath you. He's been gambling and drinking and
other things. Oh, the filthy rotter. Where can we find him? He said he was going down to the Theodore Eckhart stables. Something about a horse. It's down by the water in the warehouse district near the train yard. Come on, then. Don't be a pompous ass, Arthur. It doesn't suit you. Oh, should I leave that to Daddy? Leave Daddy alone. He suffers enough. Well, I suppose I can take some consolation in that. Oh, Arthur. I should have ran away with you years ago. Well, you wouldn't. No, I didn't. But... well... I don't know. Da tut er mir echt ein bisschen leid, der Arthur. Da tut er mir echt ein bisschen leid. I'm not sure. He keeps saying it's a disgrace a man of his standing has to ride around on some old nag. Standing? He's usually falling down. Arthur. He wasn't always this way, but it has got worse. He's drinking and gambling more than ever. Pawning things off left and right, mixing with bad people. I'm just scared for him. Well, don't worry too much. Whatever it is, we'll work it out. Ja, das ist halt das Problem. Ne? Er liebt sie halt immer noch. Und das merkt man mit jedem Gespräch, das die beiden führen. Und ich bin mir bei ihr absolut nicht sicher. Ich bin mir halt nicht sicher, ob sie nicht auch diese Situation so ein bisschen für sich ausnutzt, dass sie eben weiß, wenn sie ruft, dann kommt der Arthur. Und wenn sie was will, dann ist er auch da und kümmert sich darum, auch wenn er deutlich macht, dass ihm das eigentlich missfällt. Gerade bei dem Vater von ihr, der ja eigentlich dafür verantwortlich ist, ne? Der Familienpatriarch, der ja, soweit wir das mitbekommen haben, dafür gesorgt hat, dass die beiden sich überhaupt erstmal richtig trennen mussten, weil er eben mit dem Beruf von Arthur nicht wirklich einverstanden war. Gut, zugegeben, Outlaw zu sein, ist kein ehrbarer Beruf. Dennoch habe ich das Gefühl, dass er da emotional mehr drin steckt als sie. Und sie das leider ein bisschen zu nutzen weiß. Nicht böswillig, aber sie beruft sich schon gerne darauf. Sure. I'll wait here. Good luck. Scream if you need any help. Very funny. You can't stand there. What, in the street? Yes, in the street. Is it your street? Just get out of here. Why? I said, just get out of here. Listen, partner. I'm waiting on a lady. She's a fine lady. She's just gone inside. If I wasn't waiting on this lady, you'd be dead already. But if you continue to irritate me, I'll kill you. And make my apologies to the lady. It's your call. Oh, I didn't mean nothing. Never been so demeaned in my life. Apology accepted. Oh, my own wait, daughter. Right there. I have half a mind to kill you myself. Daddy. No. Oh, Daddy, please come home. You're tired, Daddy. Tired. I have no such thing. You get away from me. You head home. I insist upon it. Leave me be. Damn nuisance. Excuse me, partner. Still as charming as ever, I see. Oh, Arthur. He's up to no good. We better follow him. Okay. Also wirklich ein Schambolzen, der Vater von ihr. Und deswegen, wegen dem, na gut. This way. Wir müssen Abstand halten, sonst werden wir noch entdeckt. Das will ich natürlich vermeiden. He went around the corner. Huch. Und der war es, der angeblich, also der zu ihr gesagt hat, dass wir eine schlechte Partie für sie wären. Ausgerechnet der. Arthur, come on. He just went between those crates.
where you go. Mind where you go. Sorry? Do you think he saw us? I don't think so. What did you say to me? I didn't say a thing insulting. I'll wipe that goddamn smirk clean off your face. Ain't you a little old for brawling, mister? Damn you! He's heading across the road. You know, this is kind of fun. Shh, he'll hear you. You could have cleaned yourself up a bit. I didn't realize I was here to impress anyone. Also ich glaube, bei dem müssen wir überhaupt nichts machen. Also vor dem müssen wir uns nicht schämen für das, was wir sind. Um Gottes Willen. What's he doing? Ganz im Gegenteil. Don't say I never show you a good time. I'm just glad you're here. Don't lose sight of him. Er hat seinen Hut verloren, glaube ich, oder? What's he doing? What do you think he's doing? Well, he's either waiting for a woman of dubious morals, or he's trying to sell something. So, Ashton, you got the money? Seems he's selling something. Have you got the brooch, Mr. Gillis? Yes. Here. Here's the money. That is beautiful. It's a family heirloom. That was mother's brooch. Not any longer, Mr. Gillis. Enjoy the money. And should you need any more, I can offer you a loan at a very reasonable rate of interest. No, thank you. I've heard what happens to folks who take loans from you. It's not even his to sell. No, it's just a brooch. At least he didn't get himself killed. You don't understand. Mother left it to me. You sold my mother's brooch? How could you? You! That's theft! Oh, speaking of thieves, I see you found your outlaw again. Hello, sir. Have you been well? Daddy, how could you? Mary, wait here. I'll go get the brooch. Don't hurt anyone, Arthur. Ja, das kann ich jetzt nicht so... Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Wahrscheinlich wird er jemanden umbringen. Ich gebe mein Bestes. Na gut, dass sie sich ausnahmsweise mal für ihn schämt, statt für uns. Oh, nein! Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht aus. Ich hab nichts gesehen, weil da Licht war überall. Komm her, Pferd. Hey, stop that coach. Hätte vielleicht das Pferd nehmen sollen, das da stand, oder? Es wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, als jetzt zu Fuß hinterher zu laufen. Ich bin aber auch ein Doof. Ja, wir kriegen den noch eingeholt. Wir kriegen den noch eingeholt. Verfolge den Wagen. Bin dabei. Niemanden töten. Das ist die Prämisse. Ich glaube nicht, dass wir das hinbekommen. Die sind aber ganz schön schnell unterwegs. Und das mit der Kutsche. Ich bin hier mit dem Pferd unterwegs, ja? Nein! Nein, das gibt's doch nicht! Worüber ist das Pferd jetzt bitte, gestolpert? Warum? Okay, nochmal hinterher. Durch den Sumpf, durch den nebligen Sumpf. Das ist ja meine Lieblingsstrecke. Und nicht mit irgendwas zusammenstoßen, ja, gerade noch gesagt. Und jetzt ist es schon wieder vorbei. So, jetzt aber. Ups! Hallo! Fahre zu einer abgelegenen Stelle. Aber das sollte man ja hinkriegen.
Get out of there. Leave me alone. Leave me alone. It's just a brooch. I want that brooch. It wasn't Gillis's to sell. I bought it fair and square. How much do you want for it? I guess I could give it to you for $100. Here. Here, take the damn thing. Crazy son of a bitch. You don't know who you're messing with. Somebody's gonna pay for this. Bla bla bla. Ich hätte so gerne da. Naja. Aber Mary, ich wollte sie jetzt da auch nicht in die Bredouille bringen. Genau, kaufen. Ich wollte sie auch nicht in die Bredouille bringen, dass sie. Dass ihr Vater sagt, naja, siehste, hat er ihn ausgeraubt und so weiter. Der ändert sich nie und der ist immer. Die $100 ist es mir dann tatsächlich wert. Dass sie weiß, dass wir auch anders können. Dass es auch eine andere Möglichkeit gibt und wir müssen zu Mary zurück und sie ist da unten. Nur dem Weg hier folgen. Ich glaube, wir haben das Richtige gemacht. Where's your father? I don't know. You want me to go find him again? Not really. Let's take a walk. I'll take you to the trolley. Thank you. Got you your brooch back. I won't ask. Probably best not. Hey. What are you doing now? Right this moment. Why'd you ask? Well, I was wondering if you wanted to do something. Head to the theater, perhaps. Ja, klar. Also ich meine, ja. Ja, komm. Theater? Me? Sure, why not? It'll be fun, Arthur. Let's go to the Relure. They have the strangest acts. Strangeness I can handle. It's the normal business of life. I can't seem to get a grip on. You and me both, Arthur. Oh, I've missed you. Don't start. You're an idiot. But you'll always be my friend. Well, of course I'm your friend, but you ain't always fair with me. If I was fair with you and a good person, I'd have had you hanged a long time ago. Well, that's true. So, shut up and act like a gentleman, or at least try to for once in your brainless life. You're not a very nice woman, Mrs. Lynn. Well, look at the company I keep. I know, it's quite dreadful, isn't it? It's sort of beautiful. In a gaudy and tasteless way. It's the only way I know. Thank you. Well, no, I didn't mean it like that. I'm sure. You silly man. Come on, let's go find our seats. How about here on the right? Sure. After you. Welcome! And thank you for that thunderous applause. I am Aldridge T. Abington, the greatest assembler of entertainment since Nero himself. Do not doubt. As a child, when I walked the horse manure covered streets of Saint-Denis, I never dreamed of the stir I would create so, in this locality just as a proprietor. Are you in of a the rush, greatest Arthur? Show ever assembled. Prepare for the grandest excitement of your curiosity. Fire, snakes, and magic. I encourage any of you to dabble in all three if you have a settled aversion to manual labor as I do. For entertainment is a gift,
that will see you through the winter better than any packed larder or root cellar full of canned goods. Now, ladies and gentlemen, please welcome a truly stunning musical performance to the stage, Miss Robin Koninski! Ich glaube, wir können uns jetzt tatsächlich dann die gesamte Theatervorstellung ansehen, zusammen mit Mary. Und können entsprechend jubeln oder buhen, je nachdem, wie gut wir die Vorstellung finden. Thank you for joining us. Now let's talk a little bit about this place we all love called St. Denis. Sehr euphorisch, der Arthur. Na, Arthur, also bitte, doch nicht, wenn Mary neben dir sitzt. Das fand ich echt gut. Das war schön. Das hat mir gut gefallen. Oh, oh, flawless. Perfect. Oh, I see you love her dulcet tones, right? Yes. She is pure spectacle and I assure you, she can charm any beast at all, from cockroach to killer whale. Your mother most likely told you not to play with fire, or to spend time in the company of strange women. You are about to do both. Miss Antoinette Sansovino. Ooh. Ooh. Ja, da ist Mary gleich wieder. Oh, was haben wir denn jetzt? Verstößt natürlich gegen jede einzelne Brandschutzvorschrift, die es heutzutage in so einem Theater gibt.
sowas kannst du natürlich nicht auf Netflix einfach streamen. Das ist dann was ganz Besonderes, wenn du ins Theater gehst und sowas sehen kannst. Na, Arthur, bitte. Reiß dich ein bisschen zusammen. Ist aber noch brennend hinter die Bühne gegangen, also das ist auch gefährlich. Ich glaube, eine Vorstellung haben wir noch, bevor dann das Theater aufhört. Ich glaube, es sind immer drei Vorstellungen. Oh, enchanting, mesmerizing. She is truly one to bring home to mother. It is said that there is a place in France where the naked ladies dance. I have been there. Prepare for the body brassiers of the Petit Flaneur in Gay Paris! Oh, ja, da bin ich natürlich dabei. Da muss ich, ist vielleicht nicht die beste Option, hier mit Mary zu sitzen, sich das anzugucken, oder? Ich weiß es nicht. Oh, großartig! Großartige Vorstellung. Großartige Vorstellung. Das war auch richtig gut. Kann ich auch nur sagen, Hut ab. Oh, incredible.
Aren't they lovely? Oh, those legs are a sight to behold. I am spent. Each of my shows is truly incredulous. Awe-inspiring, and I'm sure you enjoyed. Thank you. We flounder through the morass of humanity, with only bright moments like these before it all goes dim and snuffs out in silence. So thank you. What a lovely evening. Come back tomorrow. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war ein sehr schöner Besuch zusammen mit Mary. Bisschen, mal ein bisschen die Seele baumeln lassen. Und vor allen Dingen zusammen. Well, shall we? Yes. That was fun, Arthur. It was. All right. You better take me to the trolley now, Mr. Morgan. Of course. Quite ridiculous. But somehow very amusing. Sure. My life wasn't supposed to... Oh. Is it too late for us, Arthur? I can't lie to you. I'm a wanted man, Mary. If anyone... close to me, well, they're wanted to, and I can't have you wrapped up in there. But it's coming to an end. This time it really is. Run away with me, Arthur. Run away right now and don't look back. I want to. More than anything I want to. But I've got some people I need to take care of. Once they're free, then I'm free. Then I can disappear. But Arthur... If we're gonna run away anywhere, we'd need money. Soon, I'll have some. I know you won't run away. But it's a pretty dream. Very pretty. But I will, once I get some money. I had some, but then some fool got it trapped into a town that I can't go back to. That's another story. I'll write you. Ja, der Alpha, das ist halt immer so eine Sache mit ihm, ne? Und ich meine, das zumindest weiß Mary mit Sicherheit auch. Der wird nicht weglaufen, der wird sich... nicht vor den Verpflichtungen drücken, die er tatsächlich eingegangen ist. Und man muss ja dazu sagen, es ist natürlich nur eine Verpflichtung gegenüber der Bande. Gegenüber den Leuten in der Bande. Und obwohl der Arthur ja eigentlich einer von denen ist, die noch am meisten über die Bande geschimpft haben und darüber, dass sie nichts auf die Reihe bekommen und alles nur immer schlimmer wird, ist aber trotzdem einer von denen, die am pflichtbewusstesten sich darum Sorgen machen und sich darum kümmern, dass in der Bande alles läuft und die Leute überleben im Bestfall und dass alle auf eine Art und Weise da gut rauskommen. Er könnte jederzeit einfach sagen, ich bin hier weg und macht, was ihr wollt, ich nehme hier so und so viel Geld mit und das war's für mich, Dankeschön, tschüss. Könnte er jederzeit machen und ich glaube, die Gefühle, die er für Mary hat, die sind absolut echt. Und ich glaube, er würde wirklich nichts anderes lieber tun, als mit ihr sofort abzuhauen, aber... ich bin überzeugt, dass er diesen Gedanken nicht ertragen kann oder könnte, dann zu wissen, dass er Dutch, dass er Hosea, dass er Lenny, dass er all die anderen Leute, Sadie, Miss Grimshaw und so weiter und so fort im Stich gelassen hat. Ich glaube, das kann er nicht ertragen. Und deswegen, auch wenn das wahrscheinlich sein größter Herzenswunsch war, deswegen gibt es für ihn leider keine andere Option, außer weiterzumachen. Na gut. Ja, auf YouTube bedanke ich mich jetzt aber erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Wir gehen in den Sonnenuntergang. Bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss.